7 Trainingstage, 9 Tage in Doha insgesamt gehen heute zu Ende. Am späten Nachmittag landet der FC Bayern wieder in München. Das Fazit des Trainers mit einer klitzekleinen Ausnahme nach dieser intensiven Woche durchweg positiv. No, the week was good. We trained well with intensity. We didn't apart from Thiago. The other player showed good condition, so everything was fine. Beim einzigen Testspiel am Abend vor der Abreise waren die Beine schwer. Am Ende sprang dann aber doch noch ein standesgemäßer 5:0-Sieg gegen den belgischen Erstligisten KS Eupen heraus. Youngster Fabian Benko machte mit 2 Toren auf sich aufmerksam. Nicht mehr im Kader stand Holger Badstuber, der auf Leihbasis bis Saisonende an den FC Schalke 04 ausgeliehen wird, um dort Spielpraxis zu sammeln. Alles Gute, Holger. Und noch ein Blick voraus, nach dem Trainingslager in Doha ist nämlich vor dem Telekom Cup in Düsseldorf. Am Samstag geht's dort im ersten Halbfinale ab 15 Uhr gegen Gastgeber Fortuna. Der Telekom Cup 2017. Das Turnier für die ganze Familie. 4 Mannschaften. 4 Spiele. 4-mal Spannung, Spaß und Leidenschaft. Wir sind auch mit dabei. Und ihr? Der Telekom Cup 2017. Am 14.01. in Düsseldorf. Jetzt Karten bestellen unter telekomcup.de.